So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe vom lieben Fabian mal wieder ein Commander-Deck und zwar das teuerste Commander-Deck der Reihe bekommen und zwar Sauron, Lord of the Rings, The Hosts of Mordor. Der liebe Fabian hat mich damit ein Stück weit unterstützt, der hat mir relativ viel zugesendet, dass ich für euch öffnen kann, was ich mir dann zurückschicke und das unterstützt mich extrem, dass ich euch solche Produkte dadurch zeigen kann. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf Patreon. Link dazu ist unten in den Beschreibungen des Videos. Und ab einem gewissen Tier schicke ich euch pro Monat so ein bisschen was zu. Und ab einem anderen Tier werdet ihr im Video dann halt gezeigt, erwähnt und so weiter und so fort. Das hier wird eines der letzten Videos sein, wo ich die Thalia-Tiers vorlese. Danach werden sie auch nur noch eingeblendet mit einem vielen Dank und darunter die Supporter-Tiers werden auch eingeblendet. Die Thalia-Tiers sollen wirklich nur dafür da sein, dass ihr ein kleines Goodie von mir bekommt, ein kleines Dankeschön und euch so langsam vielleicht einen Grundstock von Death in Texas Stables zusammenballert. Und trotzdem nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle meine Patreons. Besonderer Dank an Christoph K., Dr. Alzheimer, Fabian, anderer Fabian als der, der mir das hier zugeschickt hat, General Götterspeise, Patrick von dem Ding mit Patrick, Phil, Siren, King Kasma und Hanswurst. Aber genug der Werbung. Gehen wir jetzt mal rein. Gucken wir uns mal das Deck an. Das ist das dritte der Reihe. Und die anderen habt ihr jetzt die Woche ja auch gesehen sozusagen. Ihr habt ja am Montag und Dienstag jeweils ein anderes gesehen. Oder war es Montag und Dienstag? Das Video hier war am Freitag. Montag und dann letzte Woche Freitag und heute Freitag. Ja, doch, das passt. Das passt. Ihr habt auf jeden Fall die anderen drei schon gesehen. Das hier ist mein absoluter Favorite, was Coolness angeht. Und gleichzeitig auch der größte Fail, weil dieses Deck hat nicht so viel Synergies wie die anderen. Hat aber coole Karten drin. Dementsprechend ist das so ein Misch aus den anderen Sachen. Gerade bei den Simic-Sachen sind ja super viele Staples drin. Auch bei den anderen Sachen sind super viele Staples drin. Die haben aber alle noch mit dem Thematik zu tun. Hier sind eine Menge Staples drin, die nicht so viel mit der Thematik zu tun haben. Meiner Meinung nach. So, zuallererst gucken wir uns das hier an. Einmal, wie spielt man Commander? Das ist ganz wichtig für euch. Dann Sauron und Saruman. Bei Sauron bin ich mir noch nicht sicher, wie man den als Commander spielen soll. Das ist wirklich schwierig. Aber da kommen wir gleich erstmal zu. Zuallererst das Sample Pack. Ich habe immer noch die Hoffnung, da irgendwas Cooles, irgendwie so einen nummerierten Ring oder so rauszuziehen. Das wäre halt wirklich, das wäre ein Sample Pack. Das kann ich euch sagen. Das wäre ein geiles Sample Pack. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Dafür switchen wir ganz, ganz kurz die Szene rüber zu dem Booster-Szene. Heißt die bei mir, by the way. Und wir haben Shelob, Child of Ungoliath. 6 Mana, 8-8, Death Touch, War 2. Spinnen haben Death Touch und War 2. Immer wenn eine andere Kreatur in diesem Zug von einer Spinne, die man kontrolliert, Schaden zugefügt hat, stirbt, kriegen den Food Token, das eine Kopie der Kreatur ist, außer dass es noch Food ist. Nein, außer dass es ein Food ist. Das heißt, wir spinnen die so ein in so ein Food-Ding. Das ist natürlich geil. Und ein Samwise the Stouthearted. In 2-2-1 Flash, wenn ihr ins Spielfeld kommt, können wir Permanente, die den Zug auf den Friede vergangen ist, zurück ins Spielfeld bringen. Nee, Zug auf die Hand und ein Ring temptet uns der Ring. Ja, cooles Sample Pack im Vergleich zu den anderen letzten. Gehen wir weiter durch, gucken wir mal an, was wir haben. Wir haben hier den guten Sauron, da kommen wir gleich zu. Orc Army, sehr, sehr gut. Orc Army und Orc Army, da könnt ihr euch aussuchen, welche Orc Army ihr haben wollt. Food und Wrath. Goblin und ein Wrath, Goblin und ein Wrath, Goblin und ein Wrath, Dragon und ein Wrath, Dragon und ein Wrath, Treasure und ein Wrath, Treasure und ein Wrath, Treasure und ein Wrath und der eine Ring auch hier mit dieser Knickkante, weil ihr es noch nicht wusste, der hat da oben so eine Knickkante, damit ihr die Karte auf den Ring legen könnt und dann immer noch die Rules habt dafür. Genau, dann haben wir hier so eine Pappkarte von dem Commander drin. Ich mag die tatsächlich. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, wenn ich solche Commander-Decks für mich selber öffne, nicht also in diesem Fall, unterschreibe ich die einfach und schicke die irgendwo mit. Irgendeiner Card-Market-Bestellung könnt ihr halt so random mal so einen Box-Commander von mir mitgeschickt bekommen, die unterschrieben ist. Dementsprechend, ja, freut euch darüber. Wir gucken mal rein in das Deck. Wie immer bei solchen Decks
Ich gehe über den Phase Commander drüber, über den Second Command, rede so ein bisschen, was die Strategie des Decks ist. Und danach gehen wir über die Karten einfach drüber. Ohne, dass ich jetzt jede Karte einzeln vorlese. Das habe ich früher mal gemacht. Da ging das noch. Da bestand nicht die Hälfte des Decks aus Rares. Und ja, das ist mittlerweile so. Deswegen ist es so schwierig. Wir haben Sauron, Lord of the Rings. Ich habe im Podcast fälschlicherweise gesagt, dass es ja gar nicht der Herr der Ringe ist. Und doch ist es. Mich wurde verbessert und mir wurde erklärt, wie Sauron zu den Ringen steht und warum er die Ringe geschmiedet hat und dann sie betrogen hat und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend sorry dafür. Wir haben einen 8-Mana-9-9 Avatar-Horror, wenn der gecastet wird, am Mastmann Ork 5. Also kriegt 5 Orks, beziehungsweise ein 5-5 Ork. Wenn man noch keinen Ork hatte, kriegt man dann, also ein 5-5 Ork, sonst kriegt ein Ork plus 5-5. Wir müllen 5 Karten und bringen dann eine Kreaturenkarte auf ins Spiel. Er Trampel und immer wenn der Commander von einem Gegner stirbt, temptet uns der Ring. 8-Mana Commander. Wie? Ich verstehe es nicht. Viel cooler finde ich Saruman the White Hand. Für ein rotes und schwarzes und blaues und ein farblos, also 4-Mana, ist er ein 2-5 Wizard Avatar. Und immer wenn man nicht Kreaturenzauber spielt, ermaßt man Ork X, wobei X die Value des Spells ist. Und Goblins und Orks haben Ward 2. Sehr, sehr cooler Commander, gerade für Orks und für Goblins. Sehr nice, wirklich nice. Dann gucken wir uns an, was wir haben. Wie gesagt, ich gehe so ein bisschen durch. Ich gehe jetzt nicht jede einzelne Karte durch. Ein Kozar, Monsterous Lake, Shelob, das ist ja diese Spider-Dämonen. Orkish Siege Gang, auch sehr cool, by the way. Mit Goblins haben Trump, der Balrog, Grima, Sarumans Footman, 4-Mana 1-4, wenn er kann nicht geblockt werden, Human Advisor. Wenn er Schaden zufügt, exilieren wir die oberste Karte des Decks und wir können Instant of Sorcery so lange bis wir Instant of Sorcery machen, dann können wir davon spielen. Okay, das ist cool. Das ist cool im Commander. Lord of the Nazguls, das habe ich auch schon gesehen, dass man damit auch Commander-Decks bauen kann. Mit 5-Mana 4-3 fliegend. Wraths haben Schutz vor Ringbearern und immer wenn man Instant of Sorcery cast, kriegt man 3-3 Wrath. Wenn man 9 oder mehr Wraths kontrolliert, werden sie 9-9. Bis wenn es zu ist. Stark. Ein Ork Rogue. Summon of Saruman. Too greedily, too deep. Ja, mit dem ganz kleinen Ding. Wake the Dragon, Relic of Sauron. The Black Gate. Auch hier sehr, sehr cool. Decree of Pain. Jetzt kommen wir an die Reprints. Decree of Pain mit dem Wrath vorne dran. Sau cool. Languish, Living Death, Reanimate. Wow. Erstens, das ist ein geiles Artwork für Reanimate. Zweitens, Living Death, eine der geilsten Commander-Karten. Language, finde ich lahm. Decree of Pain habe ich jahrelang gespielt. Ich glaube, ich habe länger Decree of Pain gespielt, als dass ich nicht Decree of Pain gespielt habe in Magic. Blasphemic Act, geile. Das ist ein Boardwipe Removal Package. Generell sind hier sehr, sehr viele Fernurteilen. Sehr, sehr viele mehr Removal drin. Scotch of the Throne mit Dethrone. Krass. Was ja alles drin ist. Zerstecker Notion Thief, sehr cooles Artwork. Und ich muss sagen, vom Prinzip her gefallen mir die Decks halt schon sehr gut. Ja, es gab eine Riesendiskussion darum, dass Herr der Ringe nicht Herr der Ringe, sollte das Herr der Ringe sein, sollte es nicht Herr der Ringe sein, was gefällt mir am Artwork nicht, bliblablub. Ich persönlich finde es sehr, sehr cool, aber ich ignoriere auch meistens die Lore dahinter. Ich freue mich über Artworks, die so ein Consider sieht für mich sehr, sehr cool aus. Ich lese dann auch unten das, den Text von Saruman sehr, sehr selten. Deep Analysis, ähnliches Problem. Fact of Fiction, selbes Problem. Feed the Swarm, davon brauche ich noch ein paar, die muss ich noch bestellen. Da werde ich mir auch diese Version holen. Muss man einfach sagen. Es sind ein paar Orks, beziehungsweise Goblins, die so ein Dude futtern. Und warum soll ich nicht die bestellen, wenn ich sie doch hübsch finde? Dementsprechend Merciless Executioner, stark. Also sind Anger. Boah, Anger, dem Artwork da zu haben für einen Friedhof wäre auch schon geil. Faces Looting, besser auf jeden Fall wie die anderen Sachen. Es sind so Cratermaker, Guttersnipe. Es sind wirklich, wirklich starke Reprints drin. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von den Reprints. Und das in allen diesen Decks. Ich finde die wirklich sehr, sehr cool. Ja, sie sind teuer geworden. Sie sind vor allem teurer geworden, weil ganz, ganz viele Leute ganz viel Kram damit machen und irgendwelche Spekulationen machen und die zu Hause bunkern wollen und sowas, was ich total dämlich finde. Aber sie finden das großartig und dementsprechend lasst sie in diesem Rahmen und lasst sie in diesen Glauben, wenn sie wollen.
Ich finde es schade, weil die Decks wirklich cool sind. Ähnlich wie die Warhammer-Decks finde ich die sehr, sehr stark out of the box. Und wenn jemand noch kein Commander spielt und keine Karten hat, würde ich ihm, wenn er schon Verständnis davon hat, wie Magic funktioniert, wahrscheinlich solche Commander-Decks von Herr der Ringe zeigen. Und nicht diese Anfängerdinger von 20 Euro. Ich würde aber immer diese 20-Euro-Dinger bei einem kompletten Anfänger starten machen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr den Daumen gerne nach oben drücken und das Video gut bewerten damit und mich abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.